Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Ein bisschen früh in der Woche, auch wenn Freitag ist, aber das Spiel ja erst am Montag gegen Kiel. Dazu haben wir herzlich willkommen. Wie immer auch ein herzliches Grüß Gott an unseren Cheftrainer Stefan Leitl. Und Stefan, dann darf ich dich bitten, uns schon mal ein bisschen auf den Montag einzustimmen. Ja, danke, Manuel. Erstmal hallo in die Runde. Natürlich auch von mir. Ja, einstimmen möchte ich erstmal mit dem Personal. Du hast es ja schon gesagt, es ist natürlich noch sehr früh. Wir haben heute Nachmittag noch eine Trainingseinheit. Wir haben den Samstag noch, Sonntag, Montag früh. Trotzdem so einen kleinen Überblick für euch. Es ist so, dass Leon Schaffran noch weiterhin ausfällt, dass Emil Berggren zwar im Training ist, im Mannschaftstraining und aktuell auch ohne Probleme durch diese Einheiten kommt, aber für Montag noch keine Option ist. Bei Paul Jäckel ist es so, wir haben ihn in Teile des Trainings integriert. Das Feedback war durchaus positiv. Wir hatten gestern am späten Abend eine Kontrolluntersuchung, ja, bei der wir ja das Ergebnis jetzt dann im Nachgang an die Pressekonferenz nochmal mit der medizinischen Abteilung besprechen werden und dann gemeinsam eine Entscheidung treffen, ob Paul beim Spiel dabei sein kann oder nicht. Ja, und dann fehlen uns natürlich drei Schlüsselspieler in unserem Spiel mit Mergen Maffrey, der, habe ich ja auch schon erwähnt, ja, etwas länger ausfällt aufgrund seiner Oberschenkelverletzung, und natürlich Sebastian Ernst und Paul Seguin, die am Montag nicht dabei sein können. Soll Gut, ich noch vielen weiter Dank. einstimmen aufs Spiel? Ja, Immer? gerne. Gut, dann stimme ich weiter ein. Ja, zum Spiel. Ja, wir freuen uns natürlich auf die Partie. Ich persönlich, wenn ich mal egoistisch sein darf, freue mich, dass es ein Montagsspiel ist. Ich glaube, könnte mich gerne korrigieren, aber ich habe auch keins gefunden. Ich bin jetzt seit 2 Jahren hier. Das erste Montagsspiel für uns ist immer ein Highlight. Ja, ich habe das selbst als Spieler schon genossen, montags zu spielen, und jetzt darf ich das auch hier als Trainer erleben. Und umso schöner ist es natürlich, dass es tabellarisch auch, ja, ich glaube, mehr geht an diesem Spieltag auch nicht in der zweiten Liga, absolutes Topspiel sein wird. Und da freuen wir uns drauf und wollen natürlich auch, wenn wir eine angespannte Personalsituation haben, unseren Teil dazu beitragen, dass es ein erfolgreicher Abend wird und dass es auch einem Spitzenspiel dann leistungstechnisch gerecht wird. Gut, dann kommen wir wie üblich zu euren Fragen. Wer macht denn heute den Anfang? Martin Moravec von der DPA. Hallo Herr Leitl, können Sie ein bisschen beschreiben, was genau diesen Reiz eines Montagsspiels ausmacht? Ja, es ist ein Flutlichtspiel. Es ist immer was Besonderes, wenn du ein Alleinstellungsmerkmal hast. Ja. Fußball Deutschland, ich glaube, die Augen sind auf Fürth gerichtet am Montag. Und das ist der Reiz. Ja. Und dass es dazu noch ein Spitzenspiel ist, umso schöner. Ja. Für das werden wir alle Fußballer. Und solche Spiele will man natürlich dann auch in der Regel so häufig wie möglich haben und dann auch genießen. Florian Jennemann von den Fürther Nachrichten. Auch von mir hallo. Sie haben das Hinspiel, das war so ein bisschen ein Auftakt quasi für diesen Fürther Weg, als die Mannschaft angefangen hat, diesen Fürther Weg, der da natürlich nicht angefangen hat, aber ihn, ich sage jetzt mal, zu schmücken, diesen Fürther Weg. Welche Erinnerungen haben Sie denn an das Hinspiel? Das haben Sie schön ausgedrückt mit Schmücken. Also ich glaube, dass wir diesen Fürther Weg schon etwas länger gehen als in der Hinrunde, sondern dieser Weg hat eigentlich schon begonnen vor 2 Jahren, als André und ich hierher kamen, um die Mannschaft zu übernehmen. Und ja, wieder zu den Tugenden der Spielvereinigung zurückzukommen.
Trotzdem, um Ihre Frage zu beantworten, war es für uns bei einer absoluten Top-Mannschaft in der Liga vielleicht unser bestes Spiel, das wir gespielt haben. Ein sehr souveräner Auftritt, das Ergebnis hoch verdient, die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war über 90 Minuten richtig gut, ja, und war die Belohnung für den Aufwand, den wir in den vorangegangenen 4 Spielen gegangen sind, in denen wir leider nicht so punkten konnten. Und hat gezeigt, dass wir in der Lage sind, in dieser Liga jeden Gegner zu schlagen. Und deswegen haben wir natürlich da positive Erinnerungen an das Spiel und sehen das Montagsspiel auch in der gleichen Schwierigkeit. Ja. Kiel war am 5. Spieltag ein Top-Gegner in dieser Liga und ist es jetzt immer noch. Und von daher ist es eine sehr, sehr schwierige Aufgabe gegen eine Mannschaft, die mit einer unglaublichen Überzeugung und Ruhe Fußball spielt. Und ich kann mir dann nur wiederholen, zu Recht auf dem Aufstiegsplatz oder Relegationsplatz und absolutes Spitzenteam in dieser Liga. Nico Gehler von der Bild. Hallo in die Runde. Zwei Fragen. Zum einen, ich habe ja schon nach dem Spiel am Samstag in Hamburg gefragt, aber es ist in der Tat ein bisschen arg früh, schon irgendwelche Ideen, wie man dem Ausfall von Sivi Ernst und Paul Seguin begegnen kann. Und hat es vielleicht auch zur Folge, dass ihr ähnlich wie gegen Hamburg so ein bisschen weg von dem absoluten Ballbesitzfußball geht, was ihr in Hamburg ja auch praktiziert habt, dass man vielleicht den Gegner auch ein bisschen, dass man sich ein bisschen mehr darauf einstellt, ein bisschen defensiver vielleicht orientiert ist als normalerweise? Also zum ersten Teil der Frage, ich habe es ja schon eingangs erwähnt, es sind natürlich Spieler, die, das sind Schlüsselspieler in unserem Spiel. Ja, da zähle ich den Mergim natürlich auch noch dazu. Ich glaube aber schon, und da sind wir auch überzeugt davon, dass wir diese Positionen 1:1 ersetzen können. Das heißt, positionsbedingt, sodass wir Spieler bringen können, die dann auch auf ihren besten Positionen spielen. Ja, wir haben einen Timothy Tillmann, der die Zehnerposition von Sebi Ernst übernehmen kann. Er kann aber genauso gut auf der Rautenposition halb rechts spielen. Wir haben einen Howard Nielsen, der auf der Zehnerposition gespielt hat. Also wir haben schon Optionen im Kader, um das zu ersetzen. Zum zweiten Teil der Frage. Wir haben in Hamburg alles richtig gemacht mit der Umstellung vom System. In Hamburg, wenn du in Hamburg die ersten 20, 25 Minuten überstehst, hast du schon mal einen großen Schritt getan, um erfolgreich dort zu sein. Wenn du dann kein Tor bekommst, und das haben die Jungs hervorragend gemacht. Und ich glaube, dann mit der Umstellung hat man schon auch gesehen, dass wir gerade was unser Spiel und unsere Prinzipien betrifft, natürlich deutlich stärker sind. Und gerade den Beginn der zweiten Hälfte bis zur gelb-roten Karte waren wir schon sehr dominant und hatten das Spielgeschehen in Hamburg auch unter Kontrolle. Und wir spielen jetzt zu Hause und wir wollen schon unseren Weg weitergehen und versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bekommen. Wenngleich wir natürlich auch aufpassen müssen, weil Kiel einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Und deswegen geht es da um Balance, aber den Weg zu Hause zu verlassen, da tue ich mich ein bisschen schwer. Florian Jennemann. Kiel stellt die beste Abwehr der Liga. Ist das auch eine ganz besondere Herausforderung? Gerade eben, weil auch Seguin und Ernst natürlich nach vorne auch eminent wichtig für ihre Mannschaft sind. Ja klar, es brechen ja nicht nur Spieler weg, die sehr, sehr wichtig für uns sind im Allgemeinen, dass sie auf dem Platz sind, weil es auch zwei, beziehungsweise mit Mergim drei Führungsspieler sind, aber gerade Paul und Sebastian haben wir dieses Jahr auch ihre Torgefährlichkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt und da bricht natürlich schon einiges weg und deshalb wünsche ich mir halt einfach, dass die Jungs, die jetzt die Positionen übernehmen, einfach ein gutes Spiel machen und die Lücken versuchen, so gut wie möglich zu schließen. Ja. Und
Und das wird das Ziel sein. Wir werden nicht allzu viele Chancen gegen Kiel bekommen. Ja, das zeigt auch die Vergangenheit. Sie sind eine Mannschaft, die wenige Großchancen zulässt in der Liga, die insgesamt sehr, 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 sehr mannorientiert gerade im Zentrum verteidigt, aber auch in der Viererkette ja, eine gute Organisation hat. Und deshalb wird es schon, ja, wir werden schon vor Aufgaben gestellt, aber wir haben schon auch die ein oder andere Lösung, um uns da ja, Chancen zu kreieren. Und die wenigen Chancen ja, sollten wir dann bestenfalls dann auch nutzen, um in Führung zu gehen, um dann auch mehr Räume für unser Spiel zu bekommen. Und wie gesagt, aber nicht mit blinden Anlaufen, und sondern schon mit einer gewissen Balance in unserem Spiel. Florian, magst du gleich weitermachen? Kann ich, wenn ich darf. Ich komme noch mal kurz aufs Hinspiel zurück, oder besser gesagt auf die Spielanlage insgesamt. Ihre Mannschaft spielt sehr viel, sehr gefährlich über außen. Kiel ist eine Mannschaft, die sehr gerne sehr viel flankt. Wird das Spiel möglicherweise an den Seitenlinien entschieden? Ich glaube, dass auch viel von der Tagesform abhängt. Es wird auch spannend zu sehen sein. Es sind zwei Mannschaften, die eine gleiche Philosophie spielen, aber aus zwei verschiedenen Grundordnungen. Und das wird spannend sein, zu sehen, welche Grundordnung sich am Ende durchsetzt. Trotzdem sind beide Mannschaften offensiv sehr gefährlich, spielen beide einen sehr, sehr gepflegten Ball. Und ja, ich glaube, wir können uns einfach darauf freuen, auf ein richtig gutes Zweitligaspiel, auf einem hohen Niveau. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir die Balance in unserem Spiel haben und vor allen Dingen, dass wir in der Defensive gut stehen, dass wir Umschaltaktionen kontrollieren und dass wir dann unser Spiel eben durchbringen. Und wenn wir das alles am Montag mit einer guten Tagesform auf den Platz bekommen, dann sind wir auch alle davon überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen können. Aber wie gesagt, es muss schon eine maximale Leistung am Montag auf dem Platz, um gegen diese Mannschaft zu bestehen. Gut, dann sehe ich keinen virtuellen Handruf mehr. Dann bedanken wir uns an dieser Stelle für eure Fragen, wünschen euch jetzt ein angenehmes Wochenende und dann sehen wir ja uns in dieser Besetzung am Montag wieder. Bis dahin, schöne Zeit.